Hey, mein Name ist Lisa und auf diesem Channel dreht sich alles um die Themen AI und deinem eigenen Online-Business starten. Im heutigen Video schauen wir uns eine neue Funktion auf Midjourney an, was ja basically auch in die Kategorie AI fällt. Bei Midjourney gab es vor einiger Zeit ein neues Update auf die Version 5.2. Ich habe dazu schon mal ein extra Video gemacht, das verlinke ich dir auch hier mal. Allerdings gibt es in den letzten Tagen immer noch weitere Features, die veröffentlicht wurden. Eine Funktion, die es seit kurzem gibt, ist das sogenannte Panning. Mit der Pan-Funktion kannst du deine Bilder vergrößern. Du kannst von diesem Bild und dann zu diesem oder zu diesem Bild kommen. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Midjourney schreibt in seinem Discord-Channel Folgendes über das Panning. Bevor wir starten, lege ich dir ans Herz, unbedingt die Settings dir anzuschauen, also die Einstellungen. Dafür gehst du in den Discord-Channel mit dem Slash und dann Settings und dann öffnet sich dieses Fenster. Achte hierbei, dass der Remix-Mode aktiviert ist. Ich zeige dir später, wieso. Im Anschluss starten wir ganz normal mit unserem Prompt, also Slash Imagine und dann dem, was wir auf dem Bild sehen möchten. Ich habe jetzt diesen Wolf hier generiert am Strand im Cyberpunk, nee, im Neon-Punk-Style. Sieht schon mal ziemlich cool aus, wie ich finde. Allerdings fehlt etwas. Ich möchte das Bild noch ein bisschen erweitern. Damit ich die neue Funktion aktivieren kann, muss ich zunächst aus den Varianten ein Bild herauswählen und das upscalen. Mir gefällt jetzt Version 4 ziemlich gut. Und hier siehst du jetzt die blauen Buttons. Rechts, links, oben und unten. Du kannst dein Bild also erweitern und kannst frei entscheiden, ob du das oben, unten, rechts oder links möchtest. Ich möchte jetzt in unserem Falle einen Strandverkäufer auf der linken Seite. Also klicke ich jetzt auf den blauen Button und es öffnet sich das Fenster. Daher war es auch wichtig, dass du eben diesen Remix-Mode aktiviert hast. Ich lösche jetzt den alten Prompt heraus und füge ein, was ich auf der linken Seite sehen möchte. In unserem Falle einen Strandverkäufer. Keine Sorge, auf den ersten Blick sieht das Ganze so aus, wie jetzt nur der Strandverkäufer auf dem Bild zu sehen sein wird. Allerdings siehst du dann, wenn das Bild fertig generiert ist, auch wieder unseren Wolf. Auch hier bekommen wir jetzt wieder vier Entwürfe und sieh an, auch der Wolf ist weiterhin auf dem Bild. Also wir haben jetzt auf der rechten Seite den Wolf und auf der linken Seite den Strandverkäufer. Doch hier ist jetzt noch lange nicht Schluss. Wir können jetzt auch weiter das Bild erweitern. Eine kleine Begrenzung, die es aktuell noch gibt, ist, dass du jetzt, nachdem du einmal das Bild nach rechts oder nach links optimiert hast, auch nur noch diese Option angezeigt bekommst. Also für weitere Vergrößerungen. Da gibt es jedoch einen Hack, also bleib unbedingt dran. Wenn wir aber aktuell bei dem Thema Hacks sind, empfehle ich dir auch, in meinen Newsletter zu kommen. Der erscheint alle 2 Wochen freitags und da gibt es dann weiterführende Infos zu Themen wie Midjourney oder aber auch deinem eigenen Online-Business. Da der nächste Freitag bald vor der Tür steht, klick einfach mal in der Infobox auf den Link und trag dich ein. Doch jetzt geht's weiter. Ich baue in unserem Falle jetzt erstmal noch auf der rechten Seite ein bisschen was dran. Hier möchte ich jetzt Kinder, die eine Sandburg bauen. Und auch hier wird wieder das Bild erstellt. Und auch hier sehen wir jetzt die Kinder, beziehungsweise das Kind, was eine Sandburg baut, den Wolf und auf der linken Seite auch noch unseren Strandverkäufer. Auch hier upscale ich das Bild jetzt wieder. Und ich habe ja eben schon erwähnt, dass wenn wir einmal nach links oder rechts gegangen sind oder nach oben oder unten, dass wir dann auch nur noch in diese Richtung können. Also nach oben oder unten oder nach rechts und links. Da gibt es jedoch einen Trick. Und zwar klicke ich jetzt hier auf Make a Square. Das heißt, dass wir es jetzt erstmal wieder viereckig bzw. im 1 zu 1 Format generieren lassen. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben jetzt vorne ein bisschen mehr Strand, oben ein bisschen mehr Wolken und es ist wieder in einem gleichmäßigen Verhältnis. Und auch hier wähle ich wieder das Upscaling aus, in unserem Fall Bild 4. Und jetzt stehen uns wieder alle 4 Buttons zur Verfügung. Also ab hier können wir jetzt wieder nach oben, nach unten und nach rechts und nach links. Das ist also auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn du dein Bild weiter vergrößern möchtest. Auch hier kannst du jetzt wieder eintragen, was du auf dem Bild sehen möchtest. Ich will jetzt einfach mal einen Regenbogen mit fliegenden Kühen. Und siehe da, wir haben das Bild mit den fliegenden Kühen und dem Regenbogen. Das war mein Video zum neuen Feature, zum Panning-Modus. Ich bin gespannt, wie du die neue Funktion findest. Schreib mir das Ganze unbedingt mal in die Kommentare. Ansonsten empfehle ich dir noch diese Videos und ich freue mich. Bis bald!